Burgerbund, das ist einfach ein Zusammenbund von guten Freunden. Das ist eine Band aus Deutschland, die gemeinsam Sound machen. Ich, mein Bruder und die Dobby Conquerors. Und wir vermischen Reggae, Hip-Hop, urbane Kultur, Cumbia. Elektronische Einflüsse, rockige Einflüsse, die wir auch sehr gerne live einbauen. Dios a mí me dio talento. Wir wurden hier eingeladen vom Goethe-Institut und wir haben eine Nachricht reinbekommen und da haben wir uns tierisch drüber gefreut, dass das Goethe-Institut uns einladen möchte zu dieser wundervollen Tour hier in Südamerika, dass wir mit den verschiedenen Instituten und der PASCH-Initiative für die Schüler gemeinsam auch erstens schöne Konzerte machen können und zweitens auch mit denen halt mit der deutschen Sprache spielen können, arbeiten können, Workshops machen können. Ich bin nicht faul, lass mich aber gerne tragen. Denn heutzutage ist es wichtig, Energie zu sparen. Viel zu viel Energie liest man immer wieder. Wird sich fliegen verheizt, also schreit es wieder. Eu tô fazendo a oficina de beatbox, que a gente está aprendendo como juntar sons para depois fazer rap. Instrumentos fazem, só que a gente conseguiu fazer com a nossa própria boca. Ja, ein Beatbox ist einfach ein Beat, den man mit dem Mund macht, ja, und es ist halt einfach. Eu nunca fiz, nunca tentei fazer beatbox e tô conseguindo, né? Ah, foi bem legal porque é uma experiência nova de poder falar melhor alemão, ainda mais com uma banda alemã. Und da macht man dann einfach mit dem Mund Sounds und das möchte ich den Kids auch beibringen, dass jeder beatboxen kann. Man hat eine Stimme, man hat Lippen, hat jeder von uns, jeder kann beatboxen. Dann gibt es den Songwriting Workshop. Lá a gente tá pegando temas para músicas e a gente pega temas que a gente ouve nas músicas e a gente vai criar uma música e depois a gente vai apresentar. Heute haben wir mit der Gruppe entschieden, wir machen einen Text über Brasilien. Brasil is mi amor. Oh man, ich liebe Brasilien. Eu achei muito legal, é muito interessante porque é diferente também. Eu gostei bastante do estilo. Eu vou continuar ouvindo essas músicas deles. Aber die Kids sind sehr motiviert und sind total dabei, deswegen habe ich keinen Zweifel, dass das was Schönes wird. Diese Weiche. Sentido. Sentido. Was heißt das? Auf Deutsch? Dass wir immer so nicht alles direkt machen, sondern immer einen Weg finden. Warum noch mehr Brasilien? Dies kannst du dein Herz verlieren. São Paulo, Rio und Amazonien. Wenn ich auf Brasilien. Und Paulo in Brasilien. Fußball spielt man hier in allen Stilen. Samba, Togo, Axé und Alta. Das hier ist Brasil. Verschiedene Kulturen und verschiedene Farben. Schöne Frauen, Sonne und das Vordermann. Fälschen, Mörder, Paule, Fälschen, danach ein Siegerleben. Tanzen, Singen, Tun, solche Dinge, dass sie leben. Hier, kreiert, also das, was ihr hört, das sind die Stimmen von denen hier, von euren Schülern, von den Teilnehmern. Das ist der Beat. Yeah, 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 yeah. Das ist der Beat hier, Frau Paul. Okay, come on. Clap your hands up, clap your hands up. Vem, 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 vem
Fußball spielt man hier in Herrenslieden. Das hier ist Brasil. Verschiedene Kulturen und verschiedene Farben. Schöne Traumsonne und ein voller Magen. Feijo, Adapau, de Queijo und ein Brigadeiro. Tanz und sing mit uns, Dojetinho Brasileiro. Korrupt ist die Regierung, schlau in unseren Städten. Gerechtigkeit und Wasser fehlen an allen Ecken. Trotzdem lieben wir das Land, in dem wir leben. Denn die Hoffnung ist unser Segen. Komm doch nach Brasilien. In diesem Land bist du dein Herz verlieren. São Paulo, Rio, und Amazonien. Weg mit dir, Brasil. Willkommen in Brasilien. Fußball spielt man in den Samba, Bobo, Masche und Opfern. Das hier ist Brasil.